Hallo und herzlich willkommen bei TubeMag, deinem YouTube-Magazin. Viele deutsche YouTube-Stars verdienen sehr viel Geld. Besonders deutlich wird es, wenn man sich die Autos, Urlaubsreisen oder Häuser der YouTube-Stars anguckt. Doch wer sind die bestverdienenden YouTube-Stars weltweit? In diesem Video beantworten wir diese Frage und zeigen euch 8 YouTuber, welche in diesem Jahr am meisten Geld verdient haben. Bei den Einnahmen wurden neben der YouTube-Werbung auch alle weiteren Einnahmequellen, wie zum Beispiel Merchandise, Musikverkauf und eigene Produkte berücksichtigt. Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. Auf dem 8. Platz der meistverdienenden YouTuber ist die Amerikanerin Colleen Bollinger. Sie besitzt 3 YouTube-Kanäle mit insgesamt über 14 Millionen Abonnenten. Außerdem verkauft sie Merchandise, geht auf Tour, veröffentlicht ihr eigenes Buch und hat ihre eigene Netflix-Serie. Dadurch hat sie ein stolzes Einkommen von 3,5 Millionen US-Dollar im Jahr. German Garmendia ist bekannt als Betreiber der populären YouTube-Kanäle Hola Soy German und Juega German. Der chilenische YouTuber ist nach PewDiePie der zweitmeist abonnierte YouTuber weltweit. Mittlerweile ist er aber nur noch auf seinem Let's Play-Kanal namens Juega German aktiv. Seine Videos sind auf Spanisch und erreichen mehrere Millionen Menschen. German verdient 5,5 Millionen US-Dollar pro Jahr. Mit 6 Millionen US-Dollar ist Tyler Oakley der 6. Platz der Liste. Tyler hat auf YouTube fast 8 Millionen Abonnenten und insgesamt über 600 Millionen Videoaufrufe. Der Großteil seiner Einnahmen kommen aber wahrscheinlich nicht von seinen YouTube-Klicks, sondern vom Verkauf seines Bestsellerbuches Binge. Genauso wie Tyler Oakley verdient auch Rosanna Pansino 6 Millionen US-Dollar im Jahr. Durch ihre Koch- und Backvideos begeistert der YouTube-Star stolze 9 Millionen Abonnenten. Neben den YouTube-Einnahmen verdient auch sie einen großen Anteil der Einnahmen durch den Verkauf eines Buches. Ihr Buch ist passenderweise ein Kochbuch und trägt den Namen Das Nerdy Nummies Kochbuch. Mit über 20 Millionen Abonnenten gehört Smosh zu den meist abonnierten YouTube-Kanälen der Welt. Smosh war sogar der erste YouTube-Kanal, der die 10 Millionen Abonnenten erreicht hat. Mittlerweile ist Smosh ein großes Unternehmen, bei dem viele verschiedene Leute mitwirken. Von Smosh gibt es mehrere YouTube-Kanäle, einen Film, Merchandise und Musik. Daher ist es wenig verwunderlich, dass Smosh 7 Millionen US-Dollar pro Jahr verdient. Auf dem 3. Platz der bestverdienenden YouTuber weltweit ist Lily Singh. Die YouTuberin Lily Singh ist besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Superwoman. Auf dem gleichnamigen Kanal lädt sie regelmäßig Comedy-Videos hoch. Neben ihrem Hauptkanal mit über 12 Millionen Abos hat sie noch einen Vlog-Kanal mit 2 Millionen Abonnenten. Im Jahr 2017 verdiente die 29-jährige YouTuberin 7,5 Millionen US-Dollar. Platz 2 – Roman Edward. Er hat mit seinen 2 Kanälen Roman Edward und Roman Edward Vlogs über 23 Millionen Abonnenten auf YouTube. Hauptsächlich dreht der amerikanische YouTube-Star Vlogs und Comedy-Videos. Im Jahr 2016 hat Roman Edward einen Kinofilm veröffentlicht und außerdem vermarktet er sehr erfolgreich seine Merchandise-Produkte. Wenn man alle Einnahmen zusammenrechnet, verdient Roman Edward jährlich unglaubliche 8 Millionen US-Dollar. Wenig überraschend ist der König von YouTube, alias PewDiePie, auf Platz 1. Er ist also nicht nur der meist abonnierte YouTuber der Welt, sondern auch noch der meistverdienendste. Der schwedische Let's Player hat mittlerweile über 57 Millionen Abonnenten und stolze 16 Milliarden Video-Gesamtaufrufe. PewDiePie hat außerdem schon ein Buch und 2 Apps veröffentlicht. Das Buch hat sich 112.000 Mal verkauft und auch seine Apps liefen sehr erfolgreich. Mit großem Abstand zum 2. Platz verdient PewDiePie 15 Millionen US-Dollar im Jahr. Was sagt ihr dazu? Kanntet ihr alle YouTuber? Wünscht ihr euch mehr solcher Listen? Schreibt es uns in die Kommentare. Abonniert auch unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir würden uns auch über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!